Wir waren für eine lange Zeit in Südafrika. Wir haben uns gefreut, dass wir gehört haben, wie Gott hier treu geführt und geleitet hat. Bezüglich Predigten, Andachten, Treue der Geschwister und bezüglich der verschiedenen Dienste. Wir sind Gott als himmlischer Vater und Christus dafür gegenüber sehr, sehr dankbar. Aber ich habe natürlich auch schon dort gebetet, fast vom Anfang an. Was werde ich, worüber sollte ich predigen, o himmlischer Vater, o Herr Jesus, wenn ich zurück sein werde in Deutschland? Weil ich habe gewusst, ich war beschäftigt noch mit der Reihenfolge von Predigten über Jesu Christi Wiederkunft. Darüber habe ich noch viel zu sagen. Trotzdem wollte dies nicht für mich lebendig werden, wie es sein sollte, damit man darüber predigen kann. Aber ein Thema, eine Realität ist vom Anfang bis zum Ende immer intensiver in meinen Gedanken, in meinem Herzen geworden. Und der Heilige Geist hat, je länger ich studiert habe und über Gottes Wort meditiert habe, dieses Thema bestätigt und beleuchtet und betont. Obwohl du so viele Male über die göttliche Liebe gepredigt hast, tue es wieder. Ich wollte gerne über ein anderes Thema predigen, weil ihr wisst in dieser Gemeinde, wie viele Male ich hier über die Liebe Gottes und Christi gepredigt habe. Trotzdem hat der Heilige Geist und Christus durch den Geist es betont. Fange wieder an und tue es wieder. Und wir wissen, dass diese Liebe die wichtigste und die größte aller geistlichen Realitäten ist. Die Liebe Gottes und Christi. Weil auch unter den drei größten geistlichen Realitäten, zwar Glaube, Hoffnung und Liebe, bleibt die größte von sogar diesen drei Realitäten die Liebe. Wenn wir nicht mehr eine Hoffnung haben werden müssen, in der Zukunft werden wir nicht eine zukünftige Hoffnung brauchen, weil es wird Herrlichkeit geben, die ganze zukünftige Ewigkeit lang. Wenn wir kein Glauben mehr brauchen werden, weil wir werden Christus haben, wir müssen ihm jetzt im Finsternis vertrauen und an ihm glauben, uns im Glauben an ihm klammern und an dem himmlischen Vater. Wenn dies nicht mehr nötig sein werden, wird noch bleiben diese Liebe. Alles hängt von dieser Liebe ab. Diese Liebe bestimmt alles. Wenn wir diese Liebe nicht haben, haben wir nichts, lesen wir in 1. Korinther 13. Auch würden wir alle Gaben haben, alle Dienste machen und wir werden es nicht in der Kraft und in der Realität diese göttliche Liebe machen, werden unsere Dienste wie nichts sein vor Gott und vor Christus, werden wir wie nichts und ganz leer sein vor Gott und Christus. Diese Lektion musste die Gemeinde in Ephesus lernen. Offenbarung 2. Diese Lektion sollten wir lernen. Und der Herr Jesus hat gesagt, wer ein Lehrmeister ist im Reich Gottes, sollte aus dem Schatz, das er hat, im Herrn aus Gottes Wort, aus seiner geistlichen Schatzkiste von Gottes Wort hervorbringen, neue und alte Dinge. So, ich werde in dieser Reihenfolge von Predigten, neue Reihenfolge von Predigten über die Liebe, neue Dinge erwähnen und alte Dinge auf eine neue Weise betonen wieder. So sollte es sein. Aber unser Gott und Vater, unser Herr Jesus und der Heilige Geist, unser Gott dreieinig will es nicht haben, dass wir vergessen werden davon. Alles wird bestimmt durch diese Liebe. Die Name dieser Predigtserie ist die köstliche und herrliche Liebe des Christus zu seinen Geliebten und ihre köstliche Liebe zu ihm. Darüber werden wir wochenlang predigen, so Gott will, wenn wir noch leben werden. Titel von der ersten Predigt in dieser Reihenfolge oder Predigtserie:
heißt einfach so, die gegenseitige erste Liebe, die in der Praxis genossen und geprüft wird. Ich wiederhole meinen Titel von der Predigt von heute Morgen. Die gegenseitige erste Liebe, die in der Praxis genossen und geprüft wird. Datum ist natürlich 28. April 2019 und Johann van Wyk ist der Prediger. Aber der Heilige Geist sollte der endgültige Prediger sein, Christus als unser Priester und Prophet, durch mich. Ein Bruder hat uns diesen Vers schon vorgelesen in der Bibelvorlesung heute Morgen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt hat Gott und Christus nicht erkannt. Wir haben ihn erkannt wegen seiner souveränen Gnade. Nicht, weil wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Aber jetzt sollten wir immer wieder staunen. Vergessen nicht, es steht hier geschrieben in der Gegenwartsform. Seht, o Christen, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und mit diesem Aspekt werde ich anfangen. Als Aspekt Nummer 1, als Realität Nummer 1 in dieser lange kommende Predigtserie über die Liebe Gottes. Seht, nehmt wahr und staunt, welch eine Liebe. Damit hat er gemeint, welch eine köstliche Liebe, welch eine herrliche Liebe, welch eine einzigartige Liebe, welch eine unveränderliche Liebe, welch eine Liebe hat uns der Vater, der himmlische Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Er hat uns wegen seiner ewigen Liebe zu uns spezifisch als seine auserwählten Menschen zu seinen eigenen Kindern gemacht. Ich mache nicht die Engel zu meinen Kindern. Kein Engel, auch nicht Engel Gabriel, heißt Kind Gottes. Nur seine auserwählten Menschen, die er auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, hat Gott gesagt, in meinem Rat sage ich, ich werde diese Menschen zu meinen eigenen geliebten Kindern machen. Ich werde ihr Vater sein. Sie werden meine Söhne und Töchter sein. Aber der Herr Jesus hat gesagt, nicht nur mein Vater wird seine Liebe ihnen auf diese Weise offenbaren, auf eine einzigartige Weise, worauf er sich nicht an den anderen offenbart. Ich werde es auch tun, weil in der Pactum Salutis, in der ewigen Rat Gottes hat der Vater den Sohn gesagt, ich möchte dir eine Braut schenken. Mein Sohn, du bist die wahre Liebe, wie ich die wahre Liebe bin. Wir lesen sogar von der Liebe des Heiligen Geistes. Wir lesen in dem ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Wir lesen nicht, dass Gott Heiligkeit ist oder dass Gott Frieden ist oder dass Gott dies oder das ist. Aber wir lesen, dass Gott die Liebe ist. Die Heiligkeit ist wichtig. Alle die Eigenschaften und die Merkmale Gottes sind unendlich wichtig und kostbar. Aber was ist Gott? Er ist heilig, ja, aber wir lesen nicht, dass er die Heiligkeit ist. Aber wir lesen, dass er die Liebe ist. Damit ist gemeint, laut der ganzen Bibel, unser Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, als der dreieinige Gott, als der einzige wahre Gott, ist der göttliche Liebe. Es gibt viel Liebe in dieser Welt. Atheistische Mütter lieben ihre Kinder mit der bloß natürlichen menschlichen Liebe.
Es gibt die romantische Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Diese romantische sexuelle Liebe und romantische Liebe. Es gibt Liebe unter Familienmitgliedern. Familienmitglieder lieben einander in den meisten Fällen. Mein Bruder nach dem Fleisch oder meine Schwester nach dem Fleisch, meine Mutter, die mich geboren hat, oder mein Vater, der mich gezeugt hat durch die Mutter, sind für uns kostbarer als andere Menschen im Normalfall. Aber nichts kann überhaupt verglichen werden mit der Liebe Gottes. Mit Gott als diese Liebe, mit der Heilige Geist als diese Liebe, mit der Herr Jesus als diese Liebe, mit der himmlische Vater als diese Liebe, mit Gott dreieinig als diese Liebe. Und mit dieser Liebe hat er uns geliebt, mit dieser Liebe hat er uns geschenkt. In der Kraft dieser Liebe hat er uns umgewandelt. So, ich fange an mit, der Realität, wovon wir hier lesen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Sollen oder dürfen. So verknüpft, ja untrennbar sind miteinander verknüpft zwei Realitäten. Die Liebe Gottes und Christi einerseits und die wahre Erlösung, die wahre Errettung. Habt ihr gemerkt, wie diese zwei miteinander verknüpft bleiben? Konsequent und ausnahmslos in der Heiligen Schrift. Im Neuen Testament wird es natürlich noch klarer betont. Noch häufiger. Aber es gibt keine Ausnahme in der ganzen Bibel. Wahre Errettung im Gegensatz zu allen Falschungen von der wahren Errettung. Warum benutzen wir das Wort Errettung oder errettet werden, weil alle Menschen sind vom Anfang an verloren. Es gibt nur einige Ausnahmen, wovon wir in der Bibel lesen. Johannes der Täufer hat keine Bekehrung gebracht, obwohl er doch sich bekehrt hat. Natürlich, er musste immer Buße tun für seine Sünden, aber er war mit dem Heiligen Geist erfüllt, als er noch im Leib seiner Mutter drin war. Und so, der Herr Jesus auch, als er in diese Welt hineinkam, als Gottes Sohn des Menschen, war er perfekt. Aber er war auch die wahre Liebe, Gott und Mensch. 100%ig Gott, 100%ig Mensch. Und Gottes Liebe uns zu offenbaren, um die verlorenen, auserwählten Menschen Gottes zu retten, aus ihrem verlorenen Zustand. Eine der wichtigsten Themen in der Bibel, jetzt rede ich von der negativen Kehrseite, ist, die meisten Menschen, die denken, dass sie errettet worden sind durch Jesus Christus, täuschen sich völlig. Sie sind hoffnungslos verloren und sie haben keine Ahnung, dass dies der Fall ist. Sie betrachten sich als Christen, aber die Hölle wartet auf sie. Lass ich euch dies zeigen. Ich erinnere euch an Dinge, die ihr wisst. Für einige möge es so sein, dass es ganz neu ist. Aber wir lesen Matthäus 7 jetzt. Matthäus 7, ab Vers 21. Zuerst 21. Matthäus, ja, 7 und Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels, der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wir haben dies auch aus der Bibelstelle, die der Bruder uns vorgelesen hat, gemerkt. Wer die Sünde tut, ist nicht aus Gott, sondern ist aus dem Teufel. Wer die Gerechtigkeit tut, mit anderen Worten, wer Gottes Wille tut, gemäß was in seinem Wort als Gebote aufgeschriebenste, ist aus Gott. Und die meisten bekennende Christen in Gemeinden in aller Welt sagen, Herr, 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 Herr Jesus, du bist mein König, du hast mich errettet, du hast mich gereinigt durch dein kostbares Opferblut. Aber sie werden nicht in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Solche Leute bleiben ungehorsam.
Und sie sind so erstarrig, wenn ich ihnen zeige, dass sie ungehorsam sind, dann widerstehen sie mich und den Heiligen Geist. Und deswegen werden die wenigsten von solchen Leuten noch zum Glauben kommen. Aber es gibt noch eine Chance, eine Gelegenheit für sie auch. Aber der Herr Jesus hat weitergemacht mit diesem Thema. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, bitte in das Reich der Himmel eingehen. Dann kam die Frage, werden wenige Leute sich täuschen oder viele? Und er hat weiter geredet, um dies auch klarzustellen. Vers 22 fängt an mit dem Wort viele. Viele, nicht wenige, viele werden an jenem Tag, am Tag des endgültigen Gerichts nach meiner Wiederkunft, sagte Jesus Christus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Sie waren fleißige, bekennende Christen. Wir sind erlöst worden. Wir sind gereinigt worden aufgrund Jesu Christi Opferblut. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, um dort für uns sein Leben zu geben. Und die Strafe lag auf ihn, nicht auf uns. Aber viele werden dann, während sie sich vor seinem Angesicht befinden werden, vor seinem Richterstuhl, werden sie ihn noch Herr, Herr, Herr nennen. Herr Jesus, Herr Jesus. Weil dies hatten sie noch viele gemacht davor. Und sie hatten so mit viel Eifer und viel Fleiß für ihn gearbeitet und wunderbare Werke vollbracht. Dann, Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Es gab keine einzige Sekunde, die ich euch gekannt habe. Es ist nicht, dass ihr wieder den Weg verloren habt, von dem Weg abgegleitet seid. Dass ihr, dies ist nicht aus diesem Grund werden diese Leute verloren gehen, sondern weil Christus sich nicht nur einmal für keine Sekunde lang gekannt hat, als seine geliebte, erlöste, geliebte Mensch. Und dann wird er enden mit den Worten, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Weil ich bin immer auf die Suche nach ein Ding mehr als nach alles andere. Außerhalb, um Christus und Gott persönlich immer besser zu erkennen in der ersten Liebe. Und dies ist, ich suche immer persönliche Gespräche mit Menschen. Zu Hause, bei mir zu Hause, in diesem Saal oder bei Ihnen zu Hause. Ich akzeptiere niemand als Christen, bevor ich ihm geholfen habe, zu prüfen, ob er wahrlich errettet ist und ob er so denkt, so urteilt und ich muss auch so urteilen. Und danach müssen die Gemeindemitglieder auch so urteilen. Nichts in dieser Gemeinde wird gemacht durch einen Mann. Die leitenden Brüder machen alles immer in Einmütigkeit. Keine wichtige Entscheidung wird getroffen durch den Pastor allein. Wir sind in Harmonie, bevor wir handeln. Wir stellen zuerst fest, ist dies. So urteilen wir, so führt Gott uns. Und wir wollen niemand als Mitglied haben, bevor wir auch urteilen. Du bist errettet worden. Du bist herzlich willkommen als Freund. Aber um errettet zu sein, muss man, um Mitglied zu werden hier, sollte man praktisch zeigen, der Herr Jesus hat mich erkannt als sein geliebter Menschen. Er hat mich erlöst. Deswegen bin ich Kind Gottes, wahrlich. Ich gehöre nicht zur Gruppe, die sich täuschen werden am Tag des Gerichts und die verjagt werden würden und in die Hölle geworfen werden, um dort ewiglich zu leiden. Wir wollen doch und wir sollten doch im Einklang mit Gott, dem Vater und mit dem Herrn Jesus und mit dem Heiligen Geist bleiben. Wir wollen nicht sagen, herzlich willkommen, oh Bruder. Herzlich willkommen in Christus, oh liebe Schwester. Aber der Heilige Geist urteilt anders. Christus urteilt anders. Der himmlische Vater urteilt anders. Wir müssen doch im Einklang mit Gott bleiben. Über dieses Thema möchte ich auch noch predigen. Aber habt ihr gemerkt, Matthäus Kapitel 7, Vers 20, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Dies ist meine Aufgabe.
und unsere Aufgabe. Insbesondere die Aufgabe der leitenden Brüder von Ältesten in Gemeinden. Ihr werdet die Menschen an ihren Früchten erkennen. Entweder sind sie Gottes Kinder, entweder sind sie wahre, echte Jünger Jesu Christi, oder sie sind das Gegenteil. Sie täuschen sich, wie die Millionen, die meisten sich täuschen. Weil diese Botschaft wird nirgendwo klar verkündigt, selten hier und dort in reformierten Gemeinden. Aber anders sehr selten, wenn überhaupt. Man muss die Früchte zeigen. Man muss zeigen, dass man wiedergeboren worden ist. Und dann urteilen wir, soweit wir wissen, bist du Kind Gottes und wir akzeptieren dich als Kind Gottes. Wir geben dir nicht eine Garantie, du bist Kind Gottes. Wir sagen, wir urteilen. Soweit wir urteilen können, sind wir uns so sicher davon, dass du Kind Gottes geboren bist. Wir akzeptieren dich als Brüder in Christus. Brüder in Christus. Wir akzeptieren dich als Schwester im Herrn Jesus Christus. Dies ist die Botschaft, die der Herr Jesus hauptsächlich, dies war das leitende Thema in seinen Gleichnissen. Ich möchte noch darüber auch eine Reihenfolge predigen. Zu einem 80%igen Maßen geht es in den Gleichnissen Jesu Christi über diese Unterschied zwischen wahrlich errettet oder sogenannt errettet. Gott ist so gnädig, er gibt Leute die Gelegenheit, um festzustellen, sich zu prüfen. Und wir helfen solche Leute mit den Prüfen. Aber wie herrlich, wie köstlich ist es, wenn wir, nachdem wir festgestellt haben, die Person ist errettet, um ihn zu umarmen und herzlich willkommen zu heißen. Wir betrachten dich als Teil von Gottes geistlichen Familie. Sei mit uns zusammen, wenn du es möchtest, wenn du urteilst, Gott führst dich so. Und lass uns dies doch so tun. Aber es gibt nicht nur diese Millionen von Menschen, die noch feststellen werden, sie sind nicht errettet worden. Es gibt auch die echten Christen, die wahrlich als geistliche Gewaltmenschen Gottes Reich bestürmt haben und mit geistlichem Gewalt für sich selbst genommen haben. Weil der Heilige Geist sie so geführt hat, weil Gott sie dazu vorher bestimmt hat und in seine unendliche Liebe dazu berufen hat. So. Jetzt lesen wir 1. Korinther 16 und Vers 22. 1. Korinther Brief, Kapitel 16 und Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, und verstehe doch, es steht nicht hier geschrieben, wer Jesus nicht liebt. Ich hasse diese Aussage, ich liebe Jesus. Ich liebe den Herrn Jesus Christus. Vor seiner Auferstehung lesen wir häufig von Jesus. Danach selten. Und wenn doch, dann aus einem bestimmten Grund, sondern im Normalfall lesen wir von Jesus Christus, der Herr, oder vom Herrn Jesus Christus und so weiter. Er ist Herr, er ist König. Deswegen Vers 22 von 1. Korinther 16. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Er wird durch Christus selber als verflucht erklärt werden. Am Tag des Gerichts, und dies wird stattfinden direkt nach seiner Wiederkunft, wir werden alle da sein. Deswegen das Wort Maranatha, das aramäische Wort, das bedeutet, unser Herr kommt. Unser Herr Jesus kommt bald, oder? Und wenn er gekommen sein wird, werden wir uns vor seinem Richterstuhl befinden. Und die Schafe werden sich zu seinem Rechten befinden, die Böcke zu seinem Linken. Er wird zu jedem Bock sagen, ich habe dich nie erkannt als meinem geliebten Mensch. Du warst die ganze Zeit lang verloren, obwohl du dich getäuscht hast. Deswegen hast du die Ungerechtigkeit praktiziert, weich, jetzt sollst du von mir weichen, in die Hölle, hinein mit dir. Aber dann die schöne Seite, die köstliche Seite, die herrliche Seite zu seinen geliebten, erretteten Menschen, die sich zu seinem Rechten befinden würden, wird er sagen, du bist nicht verflucht wie diese Leute, du bist reichlich gesegnet, unendlich reichlich.
komme im Reich meines Vaters hinein. Treue Diener, du hast mich wahrlich erkannt als Herrn und Erlöser. Und dies wird sein, weil wir ihn geliebt haben. Was ist die praktische, was dient als der größte praktische Beweis, dass wir Christus gehören? Was steht hier geschrieben? Die Tatsache, dass wir ihn wahrlich lieben. Nicht mit einer bloß natürlichen Liebe, sondern mit der göttlichen Liebe. Niemand, ja keine Person, die den Herrn Jesus nicht mit der göttlichen Liebe lieb gewonnen hat, bei seiner wahren Bekehrung, bei seiner, als er wiedergeboren ist durch Gott, durch das Wirken von Gottes Geist, wird in Gottes Reich hineingehen können, werden verworfen bleiben, verdammt bleiben, in die Hölle geschickt werden. So, ich frage dich jetzt, liebst du Jesus Christus als deinen Herrn, als den König deines ganzen Lebens? Er ist er König deiner Gedanken, von deinem, König von deinem Geld, von deinen Emotionen, von deinem Willen, von deinem Wandel, von deinen Kräften oder Energien? Dies lesen wir doch in dem ersten und größten Liebesgebot. Wir sollten ihn mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, lieben. Und dies ist der Fall, dies ist wahr im Fall aller wahren Christen. Wir lieben ihn. Wir können sagen, wir lieben dich, Herr Jesus, mit einer Liebe, mit der wir dich nicht vom Anfang an geliebt haben. Aber du bist mich entgegengekommen, du hast mich wirksam berufen, du hast mich mit Seilen der Liebe zu dir gezogen. Johannes 6, Vers 54, 55, gemäß. Und ich weiß, dass ich dir gehöre, dass ich wahrlich Kind des himmlischen Vaters geworden bin, weil ich kann ohne Zweifel sagen, ja zweifellos, ich liebe dich. Mit einer neuen Liebe, die ich empfangen habe bei meiner Bekehrung und bei meiner Wiedergeburt. Deswegen werden wir die Freimütigkeit auch haben ihm gegenüber, in dem himmlischen Vater gegenüber, während wir uns in seiner Gegenwart befinden werden am Tag des Gerichts. Aber vergesse nicht, die anderen werden verflucht bleiben und verdammt deswegen. Wie erschreckend. Um dies zu spät zu entdecken. Die Leute werden es dann zuerst entdecken, weil die Pastoren und die Ältesten sagen ihnen nicht diese Dinge. Sage ihnen nicht, was in 2. Korinther 13 und Vers 5 geschrieben steht. Prüft euch selbst. Stellt euch selbst auf die Probe. Und seid ihr euch nicht sicher, dass Christus in euch ist? Er ist in uns, hat er weiter gesagt. Aber ist er in euch? Der Christus, an dem du geglaubt hast. Ist er in dir hineingekommen in der Kraft seiner Liebe? Ist stattgefunden in deinem Leben, was in Römer 5 und Vers 5 geschrieben steht? Ja oder nein? Lass uns dies jetzt nachschlagen. Römer Kapitel 5 und Vers 5. Ich glaube, der Heilige Geist will zu bestimmten Menschen reden. Zu jungen Kindern, zu älteren Menschen und alle, auch Leute, die diese Predigt anhören werden, so Gott will, noch in der Zukunft anschauen werden, auf Webseiten und so weiter. Prüfe dich selbst, solange du noch die Gelegenheit hast. Höre doch, Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung, welche Hoffnung? Die Hoffnung, dass wir mit Christus sein werden, bei seiner Wiederkunft und in Gottes Reich hineingehen werden, durch ihn eingeladen dazu, in Gottes ewigen Reich, diese Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Wir werden nie enttäuscht werden. Er wird sein Versprechen halten. Er wird uns herzlich willkommen heißen. Wir werden durch die Perlenpforte in der himmlischen Stadt hineinziehen, mit ihm zusammen. Aber es gibt einen Grund, warum unsere Hoffnung diesbezüglich uns nicht täuschen und in der Zukunft täuschen werden. Und zwar, denn die Liebe
ist ausgegossen in unsere Herzen. Habe ich ein wichtiges Wort nicht gelesen? Das wichtigste Wort habe ich nicht gelesen. Um es zu betonen. Jetzt werde ich es lesen. Denn die Liebe Gottes, nicht die Liebe. Es gibt viele Arten von Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es gibt viele Realitäten in diesem Vers drin. Tatsache Nummer eins, Realität Nummer eins. Ich habe nicht immer die Liebe Gottes gehabt. Ich habe nicht immer den Heiligen Geist gehabt. Der Heilige Geist ist mir geschenkt worden bei meiner Bekehrung, bei meiner Wiedergeburt. Laut letzter Teil von diesem Vers. Ich habe auch nicht immer die Liebe Gottes in mir gehabt, sondern ab der Zeit, dass der Heilige Geist mir geschenkt worden ist im inneren Menschen. Er schenkte mir ein neues Herz, zog er in meinem neuen Herzen ein, um dort zu bleiben, nachdem er mich vergeben hat, all meine Sünden, weil ich dafür Buße getan hat. Gemäß seines Wortes, ich ihn kennengelernt habe als meinen einzigen König und Erretter, Erlöser. Ist die Liebe Gottes zu irgendeiner Zeit in deinem Herzen ausgegossen worden und ist der Heilige Geist in deinem Herzen eingezogen als Geist des Christus zu diesem Ziel und Zweck, ist die entscheidende Frage. Dies ist die entscheidende Frage. Stelle fest und ruhe nicht, oh Mensch, bevor du dies mit aller Klarheit gemäß Gottes Wortes aus biblischen Gründen bestätigen werden kannst. Gottes Liebe ist in meinem Herzen ausgegossen worden, als der Heilige Geist in mir hineingezogen worden ist. Bei meiner wahren Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Wie herrlich, wie köstlich, wie wunderbar. So was haben wir? Die Verknüpfung, untrennbar. Wie siamesische Zwillinge, Errettung und die Liebe Gottes. Niemand ist errettet worden, die nicht die Liebe Gottes empfangen haben von ihm, im inneren Menschen. Und man kann nicht Christus und Gott lieben, ohne dies zu wissen, weil dies macht den großen Unterschied. Viele Leute lieben Christus mit einer bloß seelischen Liebe. Ich kann ohne Kontaktlinsen, ohne Brille sehen. Sie lieben ihn mit einer bloß seelischen Liebe, aber sie sehen es nicht. Lass uns beten für diese Leute. Sie lieben ihn, sondern mit einer seelischen Liebe. Und diese Liebe reicht einfach nicht aus. Es muss die Liebe Gottes sein, mit der wir ihn lieben. Und die schenkt er uns, damit wir ihn so lieben können. Und wir lesen in 1. Johannes, in dem 1. Johannesbrief, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und er uns seine Liebe uns gegenüber offenbart hat. Konnten wir nicht anders, als um ihn zurückzulieben mit seiner eigenen köstlichen, herrlichen, wunderbaren, lebensumwandelnden Liebe. Ich komme zu einer, so, die Beziehung zwischen Errettung und Gott und Christus mit der neuen Liebe lieben. Klar und deutlich, kristallhell, überall in Gottes Wort. 1. Johannes 4, Vers 8 bringt uns zu einer dritten Tatsache. 1. Johannes Kapitel 4, 1. Johannes Brief Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Gott ist diese endgültige göttliche Liebe. Und dies bedeutet, Christus ist diese Liebe, der himmlische Vater ist diese Liebe, der Heilige Geist. Aber auf welche Weise haben wir diese Liebe Gottes uns gegenüber erkannt? Der Apostel Johannes, geführt vom Heiligen Geist, hat dies erwähnt. Erwähnt dies in den nächsten Versen. Und zwar in Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Weil wir, liebe Geschwister, lasse ich hinzufügen dazu, wir haben ihn nicht geliebt mit dieser Liebe. Wir haben ihn gehasst, ohne dies gewusst zu haben. Nicht, dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat. Verstehst du, was hier geschrieben steht? Er hat dich geliebt, lange bevor du ihn geliebt hast. Du konntest ihn noch nicht lieben, er hat dir noch kein neues Herz geschenkt. Dein Herz war noch böse. Du hast noch eine böse alte Natur gehabt. Nicht nur ein sündhaftes Fleisch. Und du hast ihn überhaupt nicht mit der richtigen Liebe geliebt. Nur auf eine seelische Weise, wenn überhaupt. Aber trotzdem hat er dich von aller Ewigkeit her geliebt. Hat er seine Augen auf dich gehabt. Seine Name, ihre Name steht im Buch des Lebens geschrieben, von Grundlegung der Welt an. Ich liebe ihn, ich werde ihn noch retten. Er ist sogar noch nicht geboren worden, aber ich liebe ihn schon. Ich liebe sie schon und ich werde ihn retten, ich werde sie retten. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Die Tatsache, dass wir Abendmahl feiern konnten heute Morgen. Und dies ist nur für diejenigen, die wir als treue Kinder Gottes erkannt haben. Ich glaube, dass dies Gottes ist, was Gottes Wort uns lehrt. Die meisten können es noch nicht begreifen. Sie brauchen eine Erklärung aus Gottes Wort, um dies begreifen zu können. Wir sollten nicht vergessen. Die Botschaft vom Abendmahl ist hauptsächlich diese Botschaft. Er hat uns geliebt. Mit einer unendlichen, intensiven, unvergleichlichen, einzigartigen Liebe. Seine Auserkorenen. Und dies hat er bewiesen, durch dass er seinen einzigen Sohn zu seinem eingeborenen Sohn gemacht hat, aus Maria geboren worden, um Gott und Mensch zu sein, um das Heil für uns am Kreuz Golgotha zu vervollständigen. Und so hat Gott, der Vater, ihm als Sühnopfer für unsere Sünden gemacht. Und diese Liebe, die Gott zu uns hat, von aller Ewigkeit her, hatten wir erkannt und erfahren, sagt Johannes auch, in einem anderen Vers, in dem ersten Johannesbrief. So, er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen hat er diese Liebe uns gegenüber in der Zeit bewiesen. Er hat uns erlöst, gereinigt von den Sünden und uns zu seinem Sohn gezogen. Christus hat uns mit seiner Liebe zu ihm gezogen. Er hat uns erlöst. Und wir gehören Gott, dem Vater und Christus deswegen. Weil er uns geliebt hat, hat er uns auch eine Wiederliebe zu ihm und seinem Sohn geschenkt. Und haben wir die Merkmale, die diejenigen alle haben, die wahrlich neu geboren worden sind. Aus Gott. Und durch Gottes mächtiges Wirken durch den Heiligen Geist. Aber 1. Johannes 4,8. Wer nicht liebt auf diese Weise, der hat Gott nicht erkannt. Wenn du Gottes Liebe und Christi Liebe nicht gespürt und erfahren hast auf die erwähnte Weise, hast du Gott noch nicht erkannt. Bist du noch ein Fremdling vor Gott? Gott ist dir noch eine fremde Person, obwohl du behauptest, ihn kennengelernt zu haben. Du hast ihn nicht wahrlich kennengelernt. Du hast Gott selber nicht erkannt. Du hast Christus auch nicht erkannt. Weil Gott ist diese bestimmte Liebe. Nur diejenigen, die ihn mit dieser Liebe kennengelernt haben und zurücklieben, haben ihn wahrlich erkannt. Und die Leute, die ihn erkannt haben, alleine sind die Wiedergeborenen, sind seine wahren Kinder und sind die wahren Jünger Jesu Christi. Die anderen befinden sich noch auf dem breiten Weg, der zur Hölle führt. Wir befinden uns auf dem Weg, der zum Himmel führt, zur himmlischen Stadt, in Christi Liebesärme hinein und in Gottes geistliche Ärme hinein. So, die dritte Tatsache. Lass uns die Anwendung machen. Hast du Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist wahrlich erkannt? Durch dass du seine Liebe gespürt und kennengelernt, empfangen hast von ihm, als er dich erlöst hat. Und liebst du ihn zurück mit seiner eigenen Liebe, ja oder nein? Anders bist du noch
ohne Gott und ohne Christus hoffnungslos verloren in dieser Welt. Jetzt komme ich zu Tatsache Nummer 3. Nur ja ausschließlich diejenigen, die den Herrn Jesus in der Realität, in der Kraft seiner einzigartigen göttlichen Liebe kennengelernt haben und lieb gewonnen haben, gemäß Römer 5, Vers 5, wie wir dies schon behandelt haben, sind aus Gott geboren worden, weil Gott sie auf seine souveräne Weise zu wahrer Errettung berufen hat durch Jesus Christus. Und nur diese Leute befinden sich auf dem schmalen Weg, der zum Himmel führt. Und nur diese Leute werden durch die Pforte der himmlischen Stadt von der neuen Jerusalem hineingehen, noch in der Zukunft. Aber denkt doch daran, oh Christen hier, wir befinden uns auf dem schmalen Weg, der zum Himmel führt. Christus führt uns auf diesem Weg. Und weil Gott hat uns umgewandelt, Christus hat uns wirksam berufen, zusammen mit dem Heiligen Geist, zusammen mit dem himmlischen Vater. Und was, auf welche Weise, Tatsache Nummer und Realität Nummer 5, was ist das Hauptmerkmal, von was wir tun, während wir auf dem schmalen Weg Christus weiter nachfolgen, auf dem Weg, der letzten Endes uns durch die fernen Pforte der himmlischen Stadt hineingehen lassen wird. Um die Antwort auf diese Frage zu bekommen, schlage ich nach Matthäus 24 und wir werden Verse 12 und 13 davon lesen. Matthäus 24. Das erste Evangelium in Gottes Wort, im Neuen Testament. Matthäus Kapitel 24, hier doch Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Christus sagt, wie vor seiner Wiederkunft stattfinden würde, wird die Gerechtigkeit so überhand nehmen, dass die Liebe die meisten bekennende Christen, die behaupten, durch sein Blut gereinigt geworden zu sein und zu Gottes Kindern gemacht worden zu sein. Aber jetzt kommt die Frage, welche Liebe werden erkalten in ihrem Leben? Die wahre Liebe Gottes? Nicht beinahe. Kein Christ kann erkältet werden in der Liebe Gottes. Er kann nur seine erste Liebe mit der Gemeinde zusammen verlassen. Aber um aufzuhören, Christus zu lieben, kann er nicht. Die Leute, die eine bloß seelische, natürliche, gefühlsmäßige Liebe zu Christus hatten, ihre Liebe werden erkalten. Dies ist eine Weissagung, dies ist eine Prophezeiung hier. Und in wie vielen Fällen wird dies stattfinden? Wird die Liebe in vielen erkältet. Vielen, die uns am Anfang gesagt haben. Nicht nur hier in aller Welt. Ich liebe Christus mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ich folge ihm mit euch zusammen nach. Wo sind sie heute? Wo sind sie jetzt? Als wir sie Gott sie für das erste Mal geprüft haben oder für das zweite Mal durch unser Bibelstudium, sind sie geflüchtet. Und wo sind sie jetzt? In der Welt. Sie lieben die Welt und die Dinge der Welt. Ihre Liebe zu Christus ist nicht nur abgekühlt worden, sondern völlig kalt geworden. Verschwunden worden. Weil dies war nicht die göttliche Liebe, die sie erhalten haben. Sie waren niemals wiedergeboren worden, errettet worden. Aber dies ist die schlechte Nachricht. Aber liebe Geschwister, die gute Nachricht finden wir in Vers 13, in dem nächsten Vers. Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es ist eine böse Lüge vom Satan. Wir werden nicht wir müssen nicht fortwährend gerettet werden. Dies ist, was wir hier lesen. Wir lesen es in vielen Bibelstellen. Wie Arthur Pilking und Pink geschrieben haben, die Leute sehen dies nicht in Gottes Wort, obwohl es überall geschrieben steht.
Wir sind errettet worden, als uns errettet hat. Wir werden durch sein Leben errettet, jede Sekunde werden wir mit ihm weitermachen auf dem schmalen Weg. Und wir werden endgültig gerettet werden, wenn wir unsere verherrlichte Leiber bekommen werden, laut Römer 8. Wird gerettet werden. Die Leute, die schon errettet worden sind. Aber welche Leute werden endgültig gerettet werden? Die Leute, deren Liebe zu Christus nicht erkaltet worden ist. Ich bin Christ so circa 56 Jahre lang. Meine Liebe zu Christus ist gewachsen, ist zugenommen. Ich kann immer noch sagen, du bist für mich die köstlichste Person, die herrlichste. Ich liebe dich, wie ich den himmlischen Vater liebe, wie ich den Heiligen Geist liebe. Du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, du bist mein Liebeskönig meines ganzen Lebens. Unsere Liebe zu Christus, weil es die wahre göttliche Liebe ist, die er uns geschenkt hat, gemäß Römer 5,5 und andere Versen, wird nicht erkalten. Und welche Leute sind die Leute, die wahrlich ausharren bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde? Dies ist versteckt in diesen Versen, aber man muss entdecken, es steht eigentlich hier geschrieben. Man muss lernen, um die wahren Fakten aus der Bibel zu entdecken. Nur die Leute, die ausharren bis zum Ende in der Kraft der Liebe zu Christus, der echten Liebe zu Christus, sind die Leute, die errettet worden sind in der Vergangenheit, als sie sich bekehrt hatten, als sie wiedergeboren worden sind. Und sie sind die Leute, die jetzt auf dem schmalen Weg mit Christus weitermachen. Und sie werden Christus lieben bis ans ganze Ende. Viele werden gegen uns sein. Die Ungerechtigkeit nimmt immer mehr überhand, weil Christus kann keine falschen Weissagungen machen, Prophezeiungen. Aber trotzdem geht unsere Liebe zu Christus als übernatürliche, köstliche, herrliche, intensive Liebe nicht ab, sondern zu. Und alles, was wir machen, machen wir aus reiner Liebe zu ihm, und deswegen gefallen wir unserem himmlischen Vater, und auf diese Weise gefallen wir unserem Herrn Jesus Christus durch in der Kraft des Geistes, des Christus und des Vaters, der stets und immer noch in uns wohnt. Wer mit nicht in der Liebe zu Christus erkalten wird und in der Kraft dieser herrlichen, köstlichen Liebe aussah bis ans Ende, wird endgültig gerettet werden, wird am Tag des Gerichts hören: Du gehörst mir ewiglich. Du hast mich geliebt am Anfang, als ich dir diese Liebe geschenkt habe für das erste Mal. Du hast mich geliebt jede Sekunde deines Lebens, als du weitergemacht hast auf dem Weg von Gottes Wort, während du mich weiter nachgefolgt bist. Und du liebst mich immer noch, während du dich vor meinem Richterstuhl hier befindest. Und deswegen bist du von der subjektiven Seite Perspektive qualifiziert, um in dem Himmel einzuziehen. Welche Leute sind von der persönlichen Perspektive heraus gesehen qualifiziert, um in Gottes ewigen Reich hineinzugehen? Die Antwort ist: nur die Leute, die Christus und Gott lieben mit der übernatürlichen Liebe und nicht aufhören, dies zu tun. Einer der Beweise davon finden wir in 1. Korinther, in Epheser 6 und Vers 24. Lass ich auch euch dies zeigen, weil ich muss mich beeilen. Epheser Brief, Kapitel 6 und Vers 24. Paulus hat seinen Brief abgeschlossen zu den Ephesern mit den Worten: Die Gnade sei mit allen, die sagen, dass sie Christen sind. Nein, die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Liebst du Christus mit unvergänglicher, göttlicher Liebe, dann bleibt Gottes Gnade mit dir und über dich.
alle von uns in dieser Gemeinde, die ihn mit unvergänglicher, göttlicher Liebe lieben. Wir lieben ihn zurück mit seiner eigenen Liebe, die er zu uns hatte von Ewigkeit her. Gottes Gnade bleibt mit uns. Eine der deutschen Übersetzungen hat auch einen anderen Aspekt der Wahrheit von diesem Vers ans Licht gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Elberfelder ist. Alles ist eine englische Übersetzung. Es kann auch so übersetzt werden. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben, zu mit unvergänglicher Liebe zum ewigen Leben. Mit anderen Worten, wir werden das ewige Leben schmecken und erfahren auf ewig in Gottes himmlischen Reich, weil die Liebe, die wir zu ihm haben, ist unvergänglich. Versteht ihr jetzt besser, warum diese Liebe nicht abkühlt und letzten Endes friert und vernichtet wird? Wie wir davon gelesen haben in Matthäus 24. Weil es unvergänglich ist. Wie könnte irgendetwas, die Gott mir geschenkt hat, vergehen? Wie könnte Gottes Liebe, Gott ist diese Liebe, der Vater ist diese Liebe, der Sohn ist diese Liebe, der Heilige Geist ist diese Liebe, kann Gott vernichtet werden? Nein. Und weil er diese Liebe ist, kann diese Liebe auch nicht verschwunden werden. Es bleibt. Vergesse davon, der Teufel versucht, um dir dies einzuprägen. Ach, du wirst doch aufhören, Christus zu lieben. Du liebst ihn nicht wahrlich. Schau, was hast du wieder angefangen? Du bist wieder so in der Sünde gestrauchelt und gestorben. Lass der Satan, lass der Widersacher nicht Überhand über dich kriegen. Glaube nicht seine Lüge. Du kannst nicht und du wirst nicht aufhören, um ihn zu lieben, weil die Liebe, die er dir geschenkt hat, ist er selbst, ist seine eigene Liebe und ist deswegen unvergänglich. Ach. In der zukünftigen Ewigkeit werden wir mit dem Vater und mit dem Herrn Jesus sein. Mit Gott reinig, auch mit dem Heiligen Geist. Habt ihr schon, wie ich gelesen, von der Liebe des Geistes? Es steht in meiner Liste von Bibelversen geschrieben. Und wir werden dann diese Liebe, als Gott und Christus so unendlich erfahren, viel köstlicher und herrlicher und vollständiger als jetzt. Wie köstlich. Wie wunderbar. Aber lasse ich mich beeilen, ich überschlage mehrere Seiten meiner Predigt, weil ich sehe, die Zeit fehlt mir. Ich möchte heute Abend weitermachen mit diesem Thema von der Liebe, gegenseitige Liebe. Wie viele Punkte haben wir behandelt? Wer hat gezählt? Ich denke ungefähr Punkt 5 oder so. Jetzt. Was auch. Weil die Punkte, die Nummer der Predigt ändern sich immer, weil die Predigt dynamisch ist. Der Heilige Geist führt auf eine dynamische Weise. Aber Punkt Nummer 9, nächster Punkt. Auf jeden Fall, wahrscheinlich Punkt Nummer 5 oder so. Wisst ihr was? Ich erinnere euch an meinem Thema, an dem Titel meiner Predigt von heute Morgen. Die gegenseitige erste Liebe, die in der Praxis genossen und geprüft wird. Wir genießen Gott und Christus in der Kraft dieser Liebe. Darüber werde ich noch ausführlich predigen, so Gott will. Aber diese Liebe wird auch geprüft durch Gott selber. Wir sollten uns prüfen, ob wir wahrlich im Glauben sind, ob Christus in uns wohnt. Aber Gott prüft uns in der Praxis, damit wir feststellen können, ich bestehe diese Prüfung und diese Prüfung habe ich auch bestanden. Die nächste Prüfung habe ich auch bestanden. Dies alles dient als Beweis und noch weitere Beweisen. Wir lieben ihn wahrlich. Weil diejenigen, die ihn wahrlich lieben, gehören ihm und gehorchen ihm. Sie sind gehorsam an jedem Gebot Gottes, wenn ich jemand begegnen würde, und ich werde ihm sagen, lass uns bitte ein Bibelstudium machen. Und er wird ja sagen. Ich kann ihn nicht zwingen, ich will ihn nicht zwingen, aber sage, okay, ich mache ein Bibelstudium mit dir zusammen. Und ich zeige ihm ein Gebot Gottes und ich sage ihm ein Gebot Christi, du hast dies noch nicht gemacht. Meine Wahrnehmung nach, oder stimmt, denkst du auch so? Und er wird dann erwidern,
Ja, aber ich halte alle die anderen Geburten Gottes in Christi, aber dies will ich noch nicht machen. Werde ich ihm sagen, du bist ein verlorener Mensch, täusche dich nicht, weil Gottes Kinder haben den Herrn Jesus als ihren Herrn, als den Herrn ihres ganzen Lebens erkannt. Und daran wissen wir sie, dass er wahrlich ihre Erretter aus dem Sündenschlamm geworden ist. Kein einziges Gebot Gottes oder Christi ist daraus ausgeschlossen. Alle Gebote Gottes und Christi sind dabei inbegriffen. Und Gott prüft uns, während wir uns auf dem schmalen Weg, der zum Himmel führt, befinden. Und auf diesem Weg sind wir angefochten, leiden wir viel für Christus, weil wir haben schon getan, was in Matthäus 16, Verse 24 bis 26 geschrieben steht. Matthäus 16. Nein, Matthäus 16, Verse 24 bis 26. Sehr bekannt, wohlbekannt, aber sehr wichtig, dass wir wieder dies anschauen werden, in Betracht ziehen werden. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, womit endet diesen Vers? Und folge mir nach. Dieser Vers fängt an mit: Mir nachkommen will, und mit dem Auftrag: Folge mir nach. Nichts von unserer Seite ist so wichtig, als um Christus nachzufolgen. Können wir ihm physisch nachfolgen? Nein, wir können ihm physisch, im physischen Sinn nur nachahmen. Dies lesen wir auch, wir sollten Nachahmer Gottes und Christi sein. Aber nachfolgen bedeutet, obwohl er sich in dem Himmel befindet jetzt, sein Werk, das Heilswerk, das er am Kreuz Golgatha vollständig hat, und nachdem er auferstanden ist aus den Toten, ist er zum Himmel aufgefahren. Jetzt wohnt er dort, befindet er sich auf dem Thron neben seines Vaters. So, ich kann ihm nicht physisch nachfolgen, er ist nicht physisch nicht mehr her. Aber ich folge ihm im geistlichen Sinn nach. Durch dass ich alles tue, was er mich befehle, was er mir sagt in seinem Wort. Er macht die Worte seiner Gebote und die Worte des Vaters für mich lebendig in meinen Gedanken und Herzen. Er lässt mich diese Worte begreifen und er lässt mich mit Begeisterung ihm gehorchen bezüglich aller dieser Gebote. Und dies lässt er tun in der Kraft seine eigene, unendliche und unvergängliche Liebe. Ich habe noch nicht versucht, seit meiner Bekehrung und meiner Wiedergeburt, irgendeines Gebot Gottes oder Christi zu gehorchen, ohne es in der Kraft der Liebe des Christus zu tun. Ach, kann irgendjemand Gott dem Vater gehorchen, gehorsam sein, oder Christus gehorsam sein, ohne dies aus reiner Liebe zu ihm zu tun? Als dem Grund davon. Die Antwort ist nein. Wer seine Gebote äußerlich hält, aber nicht vom Herzen. Die Ehefrau, die ihren Ehemann nicht ehrt als ihren Geist, Haupt in Christus, durch Christus, aus reiner Liebe zu Christus und deswegen mit Begeisterung, ist verloren. Der Ehemann, der seine Frau nicht mit der selbstoffener Liebe liebt, um Christi willen, um der Liebe des Christus willen, ist verloren. Wir tun alles um Christi willen gerne. Kein wahrer Christ will sagen: Ach, ich hasse es, dass mein Ehemann mein geistliches Haupt ist. Ich wünsche mir so, diesen Vers stand nicht in der Bibel geschrieben. So eine Person zeigt: Ich bin verloren. Ich habe noch eine böse Natur, ein böses Herz. Ich kenne Christus nicht, ich kenne Gott nicht. Ich befinde mich im geistlichen Finsternis. Aber die positive Seite: Wir tun, was hier geschrieben steht, weil wir getan haben, was wir tun sollen. Zwei Dinge sollten wir tun, bevor wir Christus nachfolgen. Wenn jemand mir nachkommen will, muss er zwei Dinge tun, um Nummer drei tun zu können. So verleugne er sich selbst. Ich habe mich selbst verleugnet. Herr Jesus, bis jetzt war ich am Steuer meines Lebens.
Aber wir haben so, wir sind so viel geflogen in den letzten Zeiten. Wir waren so erschöpft gestern. Dann rief eine Frau mich an und redete 40 Minuten zu mir. Aber sie hat gemerkt, Johanni, so erschöpft, ich muss jetzt aufhören. Aber sie richtet Christ an euch aus und sagt, bitte beten. Meine Mutter ist gestorben ohne Christus. Meine Nichte will den Herrn Jesus nicht kennenlernen. Und ich habe gesagt, wir beten für deine Augen. Sie hat ernstliche Probleme. Aber sie hat Christus wahrlich erkannt. Die einzige Person in ihrer Familie. Die anderen wollen nicht auf sie hören. Aber jedes Mal, als wir geflogen sind, haben wir nicht daran gedacht. Es geht jemand dort vorne im Flugzeug. Er sitzt am Steuer. Ich kenne einen Flugkapitän. Wenn er sein großes Auto fährt, dann fährt er so mit dem Finger. Meine Frau hat Angst bekommen. Er fährt so mit dem Finger. Da fragte ich mich, fliegt er noch so, wenn er im Flugzeug fliegt, als wenn er am Steuer sitzt, so mit dem Finger, mit dem kleinen Finger. Und dann hat er so, ist er so schnell gefahren, meine Frau hat fast eine Herzattacke bekommen. Und ein Herzinfarkt zur gleichen Zeit. Ich musste meine Augen zumachen. Weil wir waren auf dem Weg zum Flughafen, er hat uns dorthin genommen. Wieder ein Flug nach Südafrika. Vor so 10 oder 11 Jahren. Aber Jesus Christus sitzt nicht am Steuer unseres Lebens auf dieselbe Weise, als was der Flugkapitän oder der Pilot am Steuer von dem Flugzeug sitzt. Was habe ich gemacht, um den Flugzeug fliegen zu lassen? Jedes Mal spielen wir ein Spiel, wenn wir landen, dann sagen, lass uns bremsen. Lass uns helfen, wir bremsen, weil er muss schnell genug bremsen, damit kein Unglücksfall hier stattfinden wird. Aber dies war nur ein Spiel. Jedes Mal, gestern wieder ein Spiel. Wir können nicht bremsen. Wir sind Passagieren, jedes Mal. Wir fliegen nicht in Flugzeug. Der Pilot fliegt. Er muss wach bleiben. Er muss alles richtig machen. Christus ist nicht auf diese Weise der Pilot meines Lebens. Weil ich bin nicht passiv. Ich mache mit. Ich glaube an, was geschrieben steht in Philipper 2, Verse 12 und 13. Wirkt eure Errettung aus mit Furcht und Zittern, mit viel Respekt und Ehrfurcht zu Gott und Christus, weil Gott ist es, der alles in euch wirkt. Das Wollen, sowohl als das Vollbringen gemäß seines Wohlgefallens. Er lässt uns die Dinge für ihn tun. Er befähigt uns dazu, um für ihn auszuharren, um für ihn Zeugnis abzulegen, um für ihn die anderen zu belehren, den anderen zu helfen und die geistliche Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, durch Bibel studieren und beten und die Sünde ablegen, immer mehr. Wir sind nicht passiv. Und deswegen folgen wir Christus aktiv nach. Aber nachdem wir uns selbst verleugnet haben, dies bedeutet, bis hier, bis jetzt, war ich alles in meinem Leben. Ich war Nummer 1. Meine Entscheidungen waren gültig. Ab jetzt verliere ich mein Leben. Ab jetzt wirst du mein Leben besitzen, weil ich übergebe mein ganzes Leben dir, mein ganzes Existenz. Du wirst alles sein. Deswegen lesen wir, wer sich selbst auf diese Weise verleugnet hat und sein Kreuz selbst auf sich genommen hat, Gott legt kein Kreuz auf dich. Du nimmst dein Kreuz selber auf. Die Leute sagen, dies ist etwas, die Gott mich aufgelegt hat, um mein Kreuz zu tragen. Habt ihr die? Ich suche die Bibelstelle, niemand konnte mir dies noch zeigen. Ich möchte dir ein Belohnung von Euro schenken, aber du sollst mir zuerst so eine Bibelstelle zeigen. Gott hat diesen Kreuz auf dich gelegt. Wo steht dies geschrieben? Ich nehme mein Kreuz auf mich. Dies habe ich bei meiner wahren Bekehrung gemacht. Und ich habe noch nicht diesen Kreuz abgenommen. Herr Jesus, ich leide für dich, weil ich für dich Zeugnis ablege, weil ich deine Gebote halte, weil befinde ich mich als Pilger und Fremdling in dieser Welt. Nur solche Leute folgen Christus nach und sie tun es in der Kraft seiner unvergängliche, köstliche, herrliche, wunderbare Liebe. Ach, wie wunderbar, wie köstlich. Jetzt muss ich so ein bisschen einige Dinge sagen, obwohl ich nicht weit kommen werde. Gott prüft uns. Christus prüft uns.
und schenkt uns jedes Mal die Gelegenheit, um zu zeigen, dass wir ihn wahrlich lieben und dass wir ihm so nachfolgen, wie ich jetzt erwähnt habe, als eine wahre Menschen. Jakobus 1 und Vers 12. Ja, Jakobus Brief. Jakobus hat Klartext geredet, auf eine strenge Weise. Jakobus 1 und Vers 12. Glückselig ist der Mann. Und natürlich, die Frauen sind dabei inbegriffen. Du darfst sagen, glückselig ist der Frau, ist die Frau auch. Glückselig ist die Person. Glückselig ist der Mann. Durch Gott gesegnet und erlöst ist die Person, ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, was bedeutet, nachdem er sich bewährt hat, nachdem er sichzelf bewiesen hat, als geprüft durch Gott und durch Christus, und er hat die Prüfung bestanden, bis zum Ende, wird was dann als Ergebnis stattfinden? Wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn, lieben. Gott sagt, ich verheiße euch die Krone des Lebens aus einem Grund, ihr liebt mich. Mit meiner eigenen Liebe. Und aus diesem Grund, weil ihr mich liebt, habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr habt alle Anfechtungen erduldet, alles Leiden, alle Schwierigkeiten, alle Verfolgungen, alle Folterungen um meinetwillen, weil ihr habt von Anfang an gesagt, Herr Jesus, du bist uns kürzlicher, mehr kürzlicher geworden als alles Leid, als alle anderen Dinge in dieser Welt. Ich opfere alles für dich. Du bist wertvoller als alles andere, als meine Frau, als mein Ehemann, als meine Tochter, als mein Sohn, als mein Geld, als mein Spaß, meine Urlaubszeit, als alles. Nur die Leute, die die Prüfung bestanden haben, werden die Krone des Lebens empfangen, letzten Endes, und in Gottes Reich hineingehen. Lass uns ein paar Dinge erwähnen, von was beinhaltet es, um die Prüfung zu bestehen, um als bewährt erklärt zu werden am Ende. Weil letzten Endes, während wir uns vor Christi Richterstuhl befinden werden, nach Jesu Christi Wiederkunft, als bewährt erklärt zu werden, müssen wir jede Prüfung bestehen. Und diese Prüfungen kommen von Gott und von Christus. Alles, was in deinem Leben stattfindet und in meinem Leben, kommt von Gott, Vater und Sohn und Heiligen Geist. Um uns das Vorrecht zu schenken, du bist mir wichtiger als diese. Dies zeige ich in der Praxis, durch dass ich dies ablehne und ich wähle dich jedes Mal aufs Neue. Und ich mache weiter im biblischen Gehorsam. Okay, lass uns mit etwas anfangen, die von der wenigsten Bedeutung ist. Was ist von der wenigsten Bedeutung? Von der wenigsten Bedeutung ist, lass ich es nur schnell finden, ich mag schöne Gemälde. Ich schaue gerne in Südafrika Gemälde ein. Immer von der Natur. Ich stehe nicht viel an Gemälden von Leuten, Mona Lisa und diese Dinge. Immer schöne Naturorten. In meinem Büro zu Hause habe ich nicht ein Porträt von Johannes Calvin, wie mehrere andere reformierte Brüder, oder von John Knox. Gemälde. In unserem Wohnzimmer, überall. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich liebe nicht nur schöne Porträte und Gemälde, ich mag meine schönen Möbel und die Frauen mögen ihre schönen Küchen. Die Küche muss auch schön sein. Aber wenn es so werden würde, dass deine Küche und die Dinge in deiner Küche oder in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder die Dinge, die an den Wänden hängen, das Wettbewerb gegen Christus gewinnen würde, wirst du in die Hölle gehen. Wirst du dadurch beweisen, ich war vom Anfang an verloren, meine Bekehrung war falsch.
lasse ich euch dies sagen. Lukas 17 und Vers 31. Lukas Kapitel 17 und Vers 31. Okay, lass uns lesen, lass uns ein bisschen früher anfangen. Die Leute lieben die Dinge dieser Welt und wie es war in der Zeit von Noah und von Lot und von Sodom und von Gomorra, werden die Leute ihre eigenen Dinge und ihr eigenes Leben und Dinge leben, ihr Spaß lieben. Höre da. Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs zuging, sagte Jesus Christus, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Vers 27, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ach, sie hatten diese Dinge so geliebt, sie waren so zufrieden mit all diesen Dingen, die sie liebt hatten, aber sie hatten vergessen, um Christus lieb zu gewinnen. Vers 28, die Geschichte wiederholte sich selbst, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Ich pflanze gerne, ich habe wieder Pflanzen gepflanzt bis zu 2 Uhr morgens. Ich musste Lichter anschalten, um Pflanzen zu pflanzen. Susanne hat mich gespottet und gesagt, du bist fast 80 Jahre alt und du pflanzt noch so. Das ist nicht für solche alte Männer. Ich sage, nein, ich bin nur 70. Ich habe noch 10 Jahre, um Pflanzen zu pflanzen. Auf Tatsache ist, natürlich tut es weh. Ganze Leib hat weh getan danach. Eine harte Arbeit. Aber sie hatten alles getan. Und alles genossen. Sie kauften und verkauften. Sie pflanzten und bauten. Hast du auch schöne Häuser gebaut wie ich? Was eine Folterung, was für eine Folterung, um Häuser zu bauen. Aber das Ergebnis ist schön, wenn das Haus fertig ist. 29, an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Aber sie sind nicht verschwunden worden, als Gott sie vertilgte. Sie sind im Reich, in Gehenna hineingegangen, um am Ende, am letzten Ende in die Hölle zu gehen als verdammte Menschen. Warum? Weil Christus hat den Wettbewerb gegen die Sünde verloren. Sie liebten die anderen Dinge und ihr eigenes Leben. Und deswegen waren sie nicht qualifiziert. Wer Christus nicht mehr liebt als alles andere und Gott als Vater, wird vernichtet werden, ewiglich leiden. Gott ist der eifersüchtige Gott. Vers 30, gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Dann worden, wenn Christus endgültig zurückkommen wird, wird dieselbe Geschichte sich wiederholen auf eine universelle Weise, weltweit. Höre jetzt, eine Warnung. 31, wer an jenem Tag auf den Tag ist, die Juden haben immer häufig ein Dach, Stockwerk, was sagt man für, wenn es hier, was für ein Stockwerk ist dies? Erdgeschoss, erster Stock, hier oben ein zweiter Stock. Die Juden hatten damals am wenigsten 2 Stockwerke, Erdgeschoss und erster Stock. Der, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen wir auch, der Vater des verlorenen Sohnes war oben, schaute in die Ferne hinein. Wann kommt mein Sohn? Und viele Juden werden am Tag Jesu Christi wird nur auf dem Dach eure Häuser sein. Und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab. Er muss jetzt zum Erdgeschoss, weil seine Geräte sind dort. Um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist. Der Leute mögen es zu farmen. Ach, sie lieben es zu farmen. Der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt Lots Frau. Die Ehefrau von Lot hat zurückgeblickt. Und Gott hat sie zu einer Salzsäule gemacht. Aber ihre Seele war schon vor einer langen Zeit eine Salzsäule. Sie war eine falsche Bekehrte. Frau Lot war keine wiedergeborene Mensch.
ein wiedergeborener Mensch. Und die Leute, die umdrehen werden, um ihre Geräte zu finden oder ihre Möbel in den Häusern, ach, wie kann ich dies hinterlassen? Christus kommt, dies sollte ich mitnehmen. Sie werden an diesem Tag dadurch zeigen, Christus habe ich niemals erkannt. Ich habe mich jahrelang getäuscht. Dies wird der endgültige, als endgültige Beweis davon dienen. Diese Dinge waren ihnen viel zu wichtig, viel zu kostbar. Sie liebten diese Dinge mehr, als was sie Christus liebten. Und sie werden erfahren, erleiden, was Lots Frau erlitten hat. Konnte Lots Frau es schaffen, um zu flüchten, in Soar anzukommen, mit Lot zusammen und mit seinen zwei Töchtern zusammen? Ja oder nein? Sie ist nicht Gottes Zorn und Rache entkommen. Und so wird niemand Gottes und Christi Zorn und Rache entkommen. Weil der Zorn des Lammes kommt noch am Tag seiner Wiederkunft. Und wenn er kommen wird, jedes Auge wird ihn sehen. Und die Leute, die dann denken werden an ihren Hausrat, Stühle, Sessel, Möbel, Küche, werden zurückbleiben und werden in die Hölle geschickt werden. Aber Christus sagt, ich gehe in keinen Wettbewerb mit irgendetwas anderes. Ich wollte noch lesen, wer nicht Vater und Mutter hasst und meinetwillen, Sohn oder Tochter und sein eigenes Leben auch nicht, kann nicht meine Jünger sein, ist mir nicht würdig, wird zurückbleiben, wird vernichtet werden, wird ewig in die Hölle brennen. Nur diejenigen von uns, und ich schließe meine Predigt jetzt ab, die Christus so lieben, an dem Tag, wenn er kommen würde, werde ich keine halbe Sekunde lang an meine Gemälde denken. Oder an Pflanzen oder nichts anderes. Ich werde auch nicht an meine Ehefrau denken. Weil sie wird nicht mehr meine Ehefrau in dem Himmel sein. Wir werden nicht dort verheiratet sein. Aber Christus wird mein Bräutigam sein, unser Bräutigam. Studiere doch. Wie schließt die Bibel auf? Mit welchem Thema schließt die Bibel ab? Nicht auf, sondern ab. Offenbarung 22 und Vers 20. Die letzte Aussage bevor dem Segensspruch. Und zwar, Offenbarung 22 und Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Der himmlische Bräutigam, der Herr Jesus, sagt, ich komme bald. Amen. Und dann erwidert die Braut, ja, komm, Herr Jesus. Die letzte Aussage in der Bibel vor dem Segensspruch. Der Bräutigam und die Braut reden zueinander. Er sagt uns, ich komme für euch, um euch zu mir zu nehmen. Ich kann es nicht mehr tun, dass ihr so getrennt bleibt von mir. Ich möchte euch bei mir haben. Ich studiere doch Johannes 17. Dieses Verlangen hat er zu seinem Vater im Gebet erwähnt, in der Fürbitte. Und wie erwidern wir? Ja! Ja, komm, Herr Jesus, wir wollen bei dir sein. Wir wollen nicht an unseren Hausrat denken, an unsere Sessel und Stühle und Bänke und Pflanzen und Gemälde und unsere Küchen. Du bist unser Alles. Im Vergleich zu wie wir dich lieben, hassen wir wie die Pest all diese Dinge. Christus hat nicht gemeint, dass wir unsere Ehefrauen und Söhne und Töchter wortwörtlich hassen sollten. Was er gemeint hat in den relevanten Aussagen ist, dass im Vergleich zu wie wir Christus lieben, sollte unsere Liebe zu unseren Ehefrauen, zu unseren Ehemännern, zu unseren Töchtern und Söhnen, zu unseren Mutter und Väter wie Hass aussehen. Aber wir wollen weitermachen heute Abend gerne, so Gott will. Aber ich frage dich, denkst du bist wahrlich Christ? Lass uns diese Dinge nicht abschwächen und verwässern. Diese Dinge sollten wir, die ich gelesen und studiert habe und gepredigt habe, sollen wir fortwirklich interpretieren. Nicht abschwächen.
Die falsche, bloße bekennende Christen, die sich täuschen und denken, sie sind errettet, aber sie sind es nicht. Sie schwächen immer Gottes Wort ab. Wenn ich mit ihnen rede, dann schwächen sie Gottes Wort immer ab. Ja, aber ich habe es nicht so gemeint. Aber du musst ein bisschen Gnade haben. Sie befinden sich immer auf einem bloß seelischen Niveau. Und deswegen können sie nicht errettet werden, solange sie so handeln werden. Ich bitte dich um deine Seele willen. Schwäche nichts ab. Verwässere nichts von was du gehört hast. Weil du darfst nicht die Chance nehmen, dass du eine der Menge von Menschen sein würdest, die am Tag des Gerichts, der am Tag des Gerichts hören würde, du hast dich völlig getäuscht. Du hast gedacht, du hast mich geliebt. Du hast mir gedient. Aber ich habe dich nicht erkannt. Du hast mir nicht gehört. Jetzt ist es zu spät. Weil wenn Jesu Christi Wiederkunft stattfinden wird, wird es zu spät sein. Buße tun, dich abwenden von allen anderen Dingen und Christus zuwenden, um ihn an der ersten Stelle zu haben. Und deine Mutter und deinen Vater in der Kraft seiner Liebe zu lieben und ihre Seelen zu lieben. Die Gelegenheit dafür ist jetzt und nun. Heute ist der Tag, jetzt ist die Zeit. Wenn du Zweifel bekommen hast, sage mir, Johann, lass uns eine Bibelstudie machen. Zeige mir, was Gottes Wort uns darüber lehrt, dann vergleichen wir Notizen, dann werde ich schauen, ob du die Wahrheit oder Quatsch redest. Wenn ich merken würde, du redest falsch, werde ich nicht auf dich hören. Wenn ich aber merken würde, du redest biblisch korrekt, dann höre ich auf Gott durch dich. Aber er hat uns gewarnt. Eine Menge von Menschen täuschen sich und werden sich täuschen bis zum letzten Tag. Mache die Prüfung und nachdem er dich erlöst haben wird, wirst du alle die Prüfungen bestehen und letzten Endes die endgültige Krone des Lebens zu bekommen. Christus hat eine Krone, sag mal eine Krone, auf seinem Haupt. Er sagt, ich liebe euch so, ihr sollt auch zu dem königlichen Priestertum gehören. Ihr werdet mit mir herrschen, weil ihr habt hier über die Sünde geherrscht und in der ersten Liebe zu mir und zu meinem Vater habt ihr geherrscht über den Feind, über den Satan, über die Verführungen dieser Welt, über alle schwierigen Dinge, kommt in meinem Reich hinein. Wisst ihr was, liebe geliebte Christen? Es ist mehr als wertvoll, um Christus zu lieben, mit einer warmen, heißen Liebe, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Wir kommen zum Kreuzweg. Wir können in diese Richtung gehen oder in diese Richtung, aber wir treffen die Entscheidung für Christus aufs Neue mit aller Entschlossenheit, weil wir gehen nicht zurück auf unserem Wort. Er bleibt Nummer eins in der Kraft seine ewige Liebe. Und dies erfahren wir als eine christliche Gabe, um Christus an der ersten Stelle haben zu dürfen. Okay, letzte Frage. Bist du Kind Gottes? Bist du ein wahrer Jünger Christi oder ein falscher Jünger? Möchtest du errettet werden? Und jetzt zu den Christen. Möchtest du wie ich mit der Gemeinde zusammen, mit allen wahren Geschwistern in aller Welt zusammen, noch besser, noch vollständiger, noch ausführlicher zeigen, dass er Nummer alles ist mit dem himmlischen Vater zusammen? Es gibt keinen Wettbewerb. Matthäus 6, 24, darin hat er uns gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ein Herr wird er missachten und wegstoßen, der andere wird er umarmen. Wer hast du weggestoßen? Hast du Christus weggestoßen? Aber der Teufel, der wieder gesagt wird, du kennst ihn. Trotz der Tatsache, dass du ungehorsam bist. Vergesse davon. Ungehorsame Leute gehen, werden in die Hölle gehen. Damit meine ich nicht, dass wir perfekt sein können. Aber kein Christ sündigt die ganze Zeit lang mit Absicht. Er zieht vorwärts mit Christus und er verleugnet selbst jedes Mal aufs Neue für Christus. Um Christi willen, um Christi Liebes willen, um des Vaters willen. Und er besteht die Prüfungen Gottes und Christi.
und er wird die Krone des Lebens erhalten. Was für ein köstlich, welch köstliches Vorrecht haben wir, um als Gemeinde von hauptsächlich wiedergeborenen Mitgliedern Christus miteinander zusammenzuleben und zu dienen im Gehorsam. Und er will uns gerne mächtiger und mächtiger benutzen zu seinem Ziel und zum Vaters Ziel und Zweck, oder? Lass uns die Anwendung machen. Soli Deo Gloria. Amen.